Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge mit der guten Jill. Und ja, heute werden wir uns mal einen kleinen Ruhetag gönnen. Wir werden nicht die Aufträge machen, sondern ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass wir die ganzen Kopfgelder mal von der Karte nehmen. Und als erstes sprechen wir aber hier oben im Weißen Haus mal mit der Drohnenpilotin. Was dabei rauskommt, da kann ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Es ist echt interessant, wie viel man vergisst von der Story, nachdem man sie absolviert hat. Also, schauen wir mal. I've got a visual on some true sons at Rayburn House. I saw activity in the courtyard. I couldn't risk my drones alerting them. I need you to check out what's going on. Okay, Rayburn House. Dann schauen wir uns das doch mal auf der Karte an. Nebeneinsatz, Sender Außenposten. Weiß jetzt gar nicht, ob das das ist oder nicht. Aber wie gesagt, das werden wir jetzt auch nicht machen, sondern wir gehen auf die Kopfgeldeinsätze. Und da nehmen wir uns gleich mal hier. Ja, das ist ja lächerlich. Aktivieren. Dem kleinen schwindsüchtigen Bürscherl wird die Jill gleich mal kurz einen Prozess machen. Also, und was wir dann noch gleich machen ist, wir kämpfen auch gleich noch den Campus frei. Da werden wir am besten gleich mal hier hin. Ich kann da nicht hinspringen, oder? Ja, war klar. Also müssen wir doch laufen. Oder gibt es irgendwas, wo wir uns hinporten können? Okay, okay, dann müssen wir laufen, Freunde. Los geht's. Achso, ja, wir markieren dann doch lieber den Einsatz, gell? 14 Minuten. Wir schauen noch ganz kurz in die Ausrüstung rein, denn es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe an der Werkbank ein bisschen rum experimentiert und habe mir tatsächlich einen Rucksack rausbekommen, der ja nicht ganz schlecht ist, und zwar von Murakami, den Sashimono Rucksack mit Statuseffekt Reparaturfertigkeit. Okay, das ist jetzt nicht so das tolle, aber da könnte man vielleicht noch was umrollen, aber Talent, technische Hilfekiste, durch Fertigkeiten erhöhen den gesamten Fertigkeitsschaden 20 Sekunden lang um 25%. Das ist natürlich genau das, was bei mir jetzt hier ins Konzept passt, beziehungsweise bei der guten Jill. Lange Rede, kurzer Sinn. Und los geht's. Ja. Zuerst hatte ich vor, diese roten Einsätze zu machen, aber ich habe mir gedacht, komm, was soll's. Machen wir mal die Kopfgeldeinsätze, weil ich mache eigentlich mit meinem Hauptcharakter, habe ich eigentlich die Kopfgeldeinsätze immer irgendwie ein bisschen vernachlässigt. So, hier geht's schon wieder los, war ja klar. Keine Kreuzung ohne Theater. Keine Kreuzung ohne Theater. Und außerdem denke ich mir, vielleicht droppt ja der eine oder andere Einsatz irgendwie was Brauchbares. Schauen wir mal. Okay, die kommen sowieso auf mich zu. Schnell. Stille. Emilys Wächter ist eine echt abartig gute Knarre, finde ich. Zusatzsystem Elektronik, was haben wir denn da? Electronic.
Fertigkeiten Tempo. Das ist gut, weil wir brauchen noch für den Rucksack einen Mod. Bum, 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 bum. Fertigkeiten Tempo. Das passt ja alles. Passt ja wieder alles ins Bild, Freunde. Sehr schön. Weiter geht's. Wir haben noch 11 Minuten für den Kopfkill-Einsatz. Das muss ein bisschen sputen. Hostile Control Point identified. Ja, die Kontrollpunkte sind natürlich auch wieder alle zurückgesetzt, ne? Na, Typ mit Hammer. Mit denen habe ich jetzt aber keine Zeit. Oder ist der hinter mir her? Nee. Ich habe sie schon gesehen, ich habe sie gehört, was er gesagt hat. Egal. Black Tusk. Classified assignment location detected. So, Geheimauftrag haben wir gefunden, ganz toll. Hostile Blockade detected. Ah. Okay, mit der Blockade beschäftigen wir uns gleich, aber zuerst machen wir den Einsatz. The target is nearby. Gut. Was ist denn hier los? Nein. So, das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich gleich noch Raketen für den Raketenwerfer. Ah, das ist die Baustelle wieder. Der kommt auch nur auf einer Seite rein, glaube ich. Was ist denn hier los? Aua. Der müsste doch auch hochgehen, oder? Jawohl. Wie war das? Kommen wir hier rein? Hostiles guarding location nearby. Hier kommen wir rein. Ja. Okay. Na, und persönlich auf dem LMG ist natürlich Bullshit. Bumblebees, da sind sie wieder. Unsere flauschigen Freunde, wo sind sie denn jetzt? Weg. Wenn es knallt, ziehen sie sich zurück. Schlau. So, dann holen wir mal den guten Vorteil aus seinem Loch raus. Ganz toll.
spotted, Sheriff. Ich erkläre euch gleich, was da passiert ist. Musste nämlich husten. Bastard. Damit hast du nicht gerechnet, ne? So, ich wusste nämlich da an dem Seil hängend husten und hab das Mikro gemutet. Und dann haben die mich natürlich gesehen, die Hunde. Klar. Lila, alles lila. Aber mit seinem Schwachpunkt an der Tasche hatte er dann doch ausgespielt. Geschützabschuss 1,3 Schaden. Da muss man gucken, ob man da vielleicht... Schaden, 1,3 Schaden. Na klar. Na klar. Fertigkeiten Tempo. Okay. Gut. Was hat er hier? Die L86. Die brauchen wir nicht. Handschuhe. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Blockade, dass wir in den Campus kommen. Entschuldigung. Wow, das ist ein geiles Bild. Lass mal gucken, was man daraus machen kann. F12, zack. Leider kann ich jetzt hier keinen Fotomodus machen. Das wäre jetzt natürlich gigantisch. Na, aber da haben sie natürlich ein bisschen geschlafen. Das ist so das Manko. Der Fotomodus selber ist nicht schlecht. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt mit dem Fotomodus, kann man echt super schöne Bilder machen. Für die Tiere, ne, wenn ich gerade so überlege, so die Bienen und Hummeln und was weiß ich so, die ganzen Insekten, für die wäre natürlich so eine Katastrophe, Aussterbung der Menschheit natürlich perfekt. Ne, wenn die ganzen Pflanzen einfach wieder wild vor sich hin wachsen, dann haben die es natürlich super. Gehe ich mal von aus, also ich bin jetzt kein Experte, aber wahrscheinlich ist es für alle Kreaturen das Beste, wenn der Mensch nicht mehr da ist. So, wo waren das jetzt? Da hinten, oder? Ja. Okay. Die Black Tusk. Immer Theater. Das war jetzt unschlau. Dann müssen wir es eben doch so machen. Ne, müssen wir nicht. Das Geschütz regelt das. Das Geschütz regelt das. Wir hätten eigentlich noch ein bisschen zuschauen können, wie die zwei sich da behaken. Um zu gucken, wer stärker ist, der Flammenwerfer oder das Viech. Das
Ist die Patrouille schon so nah? Ja, die crashen sich da. Da greife ich mit ein. Hallo, hallo? Ich bin's. Ach du Scheiße, das Vieh. Spring, spring, spring. Lol, Elite-Patrouille neutralisiert. Jetzt halt, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Aber jetzt müssen wir noch die Blockade auflösen. System Breach started. Tja, von wo kommen sie? Rechts und links, rechts. System breach at 25%. Die nerven immer da, die da rechts rauskommen. Ja, klar. Mal schauen, ob der Hubschrauber auch schon kommt im Weltrang 1. Shepper. Na. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man da einfach zuguckt. Oh, der wäre gut gewesen. Der wäre echt gut gewesen. System breach at 75%. Overcharge. The system has been breached. Jetzt geht's los. Hubschrauber. Yes, so, Campus ist wieder frei zugänglich. Entschuldigung. Ja, es war ein ganz nettes kleines Geplänkel. Schauen wir mal, ich glaube, wir haben sogar noch Projekte im Campus abzuschließen. Das können wir jetzt auch gleich erledigen. Was eine Sperre, oder?
Ein Container da ebenso. So. Schauen wir erstmal hier. Ach, das war ja klar. Das war so klar nach dem neuer Meilenstein. Der Friseur. Kopfgeldeinsätze, Rekalibrierung. Wiedergeburt. Das haben wir ja alles. Angriff auf historisches Viertel. Okay. Projekte da hinten. Civilians in danger. Danger, danger. High voltage. 6716 und die M9. Was gibt's noch für Projekte? Campus, was haben wir hier noch zu tun? Ausstattung von Eraldi spenden. Ah, da haben wir sogar was. Das ist ja perfekt. Weg damit. Weg. 5. Ja, natürlich nur. Ah, perfekt. 5. Eine MP. 4 MPs spenden. Was gibt's dafür? Anfertigungsmaterialien. Naja. Was haben wir hier noch? Keramik, Aktivitäten abschließen im West Potomac. Titan, Handschuhe spenden. Haben wir keine Aktivitäten, da kriegen wir eine FAMAS. Naja, komm. Ups. Geht schon weiter. Plus 3 Technikerpunkte. Achso, ja, die Technikerpunkte, da habe ich ja noch gar nicht drüber geredet. Die habe ich natürlich auch schon vergeben. Leider hatten wir nicht genug, um den vierten, den extra Fertigkeitenrang freizuschalten. Deswegen bin ich, glaube ich, erstmal auf MG-Schaden gegangen. Glaube ich. M60. M60 mit Ranger. Ein M60 mit Ranger. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber hier, wenn man sich die Werte anschaut, 4,6 LMG-Schaden. Maximum ist dann wahrscheinlich 5 in dem Fall. Und später sind es halt dann 15. Na egal. Okay. Wir machen mit den Kopfgeldeinsätzen einfach weiter. Würde ich mal sagen. Hier müsste nämlich noch einer übrig sein. Genau. Strike Team Echelon. Auch Schwierigkeit normal, das ist ja auch lächerlich. Egal. Zeig mir, wo du bist. Und ich hole dich. Ist auch gleich ums Eck. Hi there. Target near you. The Yap Yank Clifton. Vorne schleichen auch welche rum. Was ist los? Wer hat mich da gesehen? Okay, ich bin etwas verwirrt. Wir müssen eigentlich geradeaus, ne? Ping, ping. Classified assignment location detected. Da hinten sind noch welche. Könnte es ein bisschen knifflig werden hier. Ich wusste es.
That's your target. I knew it. Ich kann mich jetzt auch wieder dran erinnern. Hier oben ist eigentlich immer die beste Position gewesen für solche Geschichten. So. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Die Druckwelle sehen. Okay, wir schmeißen einfach mal aufs ins Blaue. Es passiert gar nichts. Irgendwie. Da. Sind da Cleaners unterwegs? Okay. Unübersichtliche Lage hier. Ich will den Geheimauftrag nicht finden. Ich will mein Ziel killen. Das will ich. Hallo? Ach, jetzt hat sich der Mist überschnitten mit dem verblödeten Geheimauftrag da, oder? Da ist aber noch einer irgendwo. Der ist da hinten. Das stimmt nicht. Jetzt hat Ziel neutralisieren, genau. Ich will das Ziel neutralisieren. Und ich möchte bitte keinen Geheimauftrag finden. Das kann ja nicht wahr sein, oder? Dass sich das so überlagert. Okay. Jetzt weiß ich ja nicht mehr, wo der blöde Geheimauftrag ist, ne? Welcher ist es denn? Wie heißt denn der? Nö, klar, wenn du ihn noch nicht gefunden hast, zeigt er dir das natürlich noch nicht an. Wahrscheinlich bin ich gerade dran vorbeigelatscht. Ist doch alles Blödsinn hier. Ich will den verdammten... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo der Geheimauftrag war. Da ich das die Geheimaufträge eigentlich nie gespielt habe, großartig. Espresso, ja, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Apropos Espresso. Ich habe ja noch einen Kaffee. Der mittlerweile schon kalt ist. Ah, ja. Ach du Scheiße. War der Typ das, oder? Das ist er.
Bleib du mal da. Boah, du Mistvieh. The only one busted is you. Target down. Good job. Per Zufall läuft er mir da rein. Cleaning up the streets one bad guy at a time. Nicely done, Sheriff. Es gibt gute Technikerpunkte. Wir brauchen 13 Technikerpunkte, um den Fertigkeitenrang freizuschalten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann lass uns mal kurz ins Weiße Haus springen, Freunde. Genau. Und dann schauen wir nicht mal schnell, wie viel wir jetzt haben von dem Pünktchen. So, 10. Genau, wir brauchen 13. Das heißt, wir haben noch ein Kopfgeld. Genau, was habe ich hier? Zerstören gegnerische Fertigkeiten, Helfer, Drohnen und Roboter fügt der Munitionsleiste 3 Einheiten hinzu. Das ist alles immer so kompliziert, ne? Beschrieben. Es ist ganz einfach. Das heißt eigentlich nichts anderes, als wenn wir hier so ein Viech, so eine Drohne, Roboter etc. killen, gibt es halt mehr Munition für den Raketenwerfer. Wieso schreiben sie es nicht einfach so hin? Nein, da muss man das verklausulieren und für die ganz Intellektuellen. So. Dann schauen wir uns doch gleich mal den nächsten Kopfgeldeinsatz an. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen was Härteres hier unten. Was gibt's da? Herausfordernd. Herausfordernd. Bitch, Clergy. Safe Harbor Front West ist der VIP-Einsatz, oder? Menschen werden auf 5 Technikerpunkte. Machen wir. Machen wir. So. Wow, da ist ja ganz schön was los hier unten. Wir springen hier hin. Los geht's. Da oben werden noch Elektronik kommen. Da kommen die ersten Irren. Wir gehen hier durch. Können wir hier durchgehen? Ich weiß es gar nicht. The target is nearby. Solche Sachen mag ich, wenn man dadurch die Häuser durch abkürzen kann. Target ist nearby. Hermitage und Rod. Der Rod Stewart. So ein Klassiker, Badesalz. Absoluter Klassiker. Also damals in den 90ern waren die mega. Heute kann ich sie mir teilweise nicht mehr alle anschauen, aber... Ey Baba, das war immer krass. Sind die unter uns? Sie sind unter uns. Kann das sein? Nein, es kann nicht sein, aber da liegt eine Waffe. Beziehungsweise eine Ausrüstungskiste. Tada! Ja. Wie immer. Hohe Erwartungen und nichts dabei rausgekommen. Problem ist jetzt hier gegen die Sonne ist ganz unschlau. Oh, noch welche. Level up. Das gefällt mir jetzt hier gar nicht. Ich sehe halt mal gar nichts. Thank you.
Wenn wir einfach mal Seeker Mines raus spammen, dann wird schon irgendwas passieren. Durch den Granatwerfer gehört, das ist unfein. Muss ich aus dieser Sonne raus? Uff, und wir sind hier auch falsch. Wir müssen da nach rechts irgendwie. Öffentliche Hinrichtung ist. Nee, habe ich gerade. Hab ich gerade keine Lust drauf, danke. Entschuldigung. Fuck you, fuck you. Oh, wo kam denn der auf einmal her? Boah, das war. Also da hat kein Haar mehr dazwischen gepasst, Mann. Da hat echt kein Haar mehr dazwischen gepasst. Boah. Na warte, Freundchen. Sag mir bitte. Sag mir, dass das Geschütz den Großen erledigt hat. Tatsächlich. Sorry. Sorry, kein Bock auf deine Story. Zählst der Parkour, kostet eine Mark nur. Jetzt komm, mach's nicht so spannend hier. Ja, wir nehmen die Emily. Alter, wo kam der denn her? Ja, genau, jetzt bewegst du dich, gell? Das war klar. Du miese kleine Ratte. So, jetzt ist Schluss hier mit lustig. Ich will das aber wissen, du. Es geht in der Offensive. Aber es war ein Fehler. Ich habe so einen Verdacht, dass ich weiß, wo wir sind. Ja klar. Okay. The target agent. Es ist quasi der Kopfgeldeinsatz rückwärts, weil in. Oh oh. Kommen die hier runter? Oder suche ich mir einen besseren Platz hier oben? Die kommen.
dürfen die unten an der Brücke lang. Die laufen unten an der Brücke lang. The Rot. Fuchs, oder? Das Geschütz da hinwerf. Stellungswechsel. Das ist gut, die haben uns noch nicht gesehen hier. Doch, der hat mich gesehen. Komm, Jill. You got the target. Nice. Looks like you earned yourself another bounty. Well done. So, jetzt haben wir die Technikerpunkte für den Fertigkeiten-Rang. Die werden wir jetzt auch gleich einsetzen. Also die Technikerpunkte. Genau. Den einen habe ich gut erwischt. Da ist wohl der Pfeil dann hochgegangen. Was gibt es hier oben noch? Das ist so eine Gegend, die man echt sehr selten besucht. Ruhig ist es hier. So. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Genau. Ja, dann holen wir uns jetzt noch unseren ständigen sechsten Fertigkeitenrang. Das gibt uns natürlich. Was ist jetzt? Ich würde gerne dahin. Ja, unseren ständigen sechsten Fertigkeitenrang. Sehr schön. Läuft bei uns, würde ich sagen. Nein, du musst hier hin. So, da ist er. Ausgebaut. Batsch. Jetzt haben wir noch zwei Punkte. Können wir damit irgendwas machen? Ich glaube nicht. Nein, 5 ist Minimum, ne? Ja. Erforderlich Ausstandswert 300, ja gut. EMP-Granate. Okay, so. Liebe Freunde. Jetzt mal ein bisschen in die Sonne gehen. Den Teint von der guten Jill ein bisschen. Ja, aber so blass sieht sie gar nicht aus, finde ich. Okay, Freunde, dann lasst uns mal kurz ein Resümee ziehen. Wir haben Kopfgeldeinsätze gemacht, waren wieder knapp davor, von dem Vorschlaghammer zermatscht zu werden. Und wir haben unseren Fertigkeitenrang jetzt
Jetzt sind wir nicht bei Fertigkeiten Rang 6. Und das macht auf alle Fälle einen großen Unterschied. Ich werde jetzt hier offscreen das ganze Chaos im Inventar bereinigen und schauen, was es noch an Punkten etc. zu verteilen gibt. Und wir sehen uns hoffentlich in einer der nächsten Folgen oder in einem von meinen anderen Videos. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Ü40.